So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel Nummer 5. Wir gucken mal kurz in die Spezialforschung rein, welche Aufgaben jetzt noch da sind und ob das wirklich nur Belohnungen sind. Es sind nur Belohnungen. Eine, was ist das hier? Lade-TM, Sofort-TM, geh mal weg. Steht das dran, wenn das platzt? Nein, ist es einfach abgehauen, egal. Wir drücken es durch, wir haben ein paar TM bekommen. Wir haben eine Belohnung. Hä, was ist denn jetzt? Warum zeigt es sie nicht an? Ich habe doch drauf gedrückt. Noch ein Galaflunschlick. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht haben wir ja jetzt ein gutes. So. Aha. Da können wir die Bonbons aber mitnehmen, wie gesagt, das müsste auch gut für die Go Battle League sein, aber nur für die Superliga, glaube ich, bis 14,99, also bis 1500 könnt ihr das ja machen. Das bewerten wir mal kurz. Jetzt müsste ja nur noch, das Genesect da sein, eben hier in dieser Belohnung und 5 Bonbons und eine Brille, die werden wir uns auch gleich aufsetzen, weil wir haben ja so auch eine. Aber bevor ich das Genesect abhole, möchte ich nochmal eine Ladung 7 Kilometer Eier raushauen. Ich habe jetzt hier gar keine drin. Ich werde ein paar hier reinballern. Ihr seht, das ist genau nach der letzten Folge aufgenommen. Melde mich, wenn die 9 Stück aufgehen und dann werden wir natürlich noch das Genesect abholen. So, die nächsten 9-7 Kilometer Eier gehen auf. Jetzt geht der Wind auch noch. Eben war so schön ruhig, wir drücken trotzdem mal drauf. Keine Sorge hier, ich halte euch einfach zu. Und das nächste Flunschlick, leider kein Gala. Eigentlich bräuchte ich gar keine Eier mehr brüten, weil im Endeffekt habe ich ja jetzt schon alle, die ich brauche. Außer man will vielleicht einen 100er haben von den Gala-Dingern. Aber vielleicht kommen die ja trotzdem irgendwann auch mal wild. Das auf jeden Fall jetzt aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Nehmen wir natürlich mit, wieder kein Sternstück an, wozu auch. Die Haare fliegen rum. Und ein Zickzacks mit Augenmaske, ihr seht das, schwarz angemalt. 19 Bonbons aus Thema Thüringen. Das dürfte von der Niki sein, glaube ich. 14, 15, 11. Nehmen wir mit, die Bonbons und alles. Ich weiß immer noch nicht, ich glaube, vielleicht werde ich mir auch ein Gala Geradax Weiterentwicklungsvieh irgendwie mal hochziehen. Kommt drauf an, wie gut das halt jetzt wirklich ist, aber ich glaube, das ist nur Tier 2. So, ein Flunschlick aus Wilsum, Niedersachsen. Und ich habe ja momentan für die Hyperliga habe ich eigentlich ein gutes Team. Und wenn, dann wollte ich ja eh vielleicht ein Cresselia mal noch hochziehen oder machen. Noch ein Mauzi, ein normales. Leider auch kein Shiny. 17 Bonbons mitgenommen. 13, 13, 15 aus Eisfeld, Thüringen. Das Ei war, glaube ich, vom Geitsch. Ne? Jetzt kommen auch noch Autos. Noch ein Flunschlick hinterher. Nehmen wir auch noch mit. 11,96, 17 Bonbons. 10, 15, 15 aus Herzogenrath, Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, dass ihr daherkommt und das von euch sein könnte, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Dann noch ein Flampion und das erste Gala-Pokémon in dieser Folge mit 21 Bonbons, aber recht schlechten Werten. Flensburg, auch Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, ist das nicht da, wo die ganzen Glücksspielwerbungen immer zu im Fernsehen laufen? Noch ein Zickzacks mit Piratenmaske, 14, eigentlich ist das ja Zorro, 14 Bonbons aus Wien, Wien, Österreich. Das dürften, glaube ich, auch gleich schon alle sein. Dann holen wir noch das Genesect ab und ja, keine Ahnung. Ich glaube, solange wie das Event läuft, werde ich trotzdem aber immer noch ein paar Eier brüten nebenbei und das voll ausnutzen, einfach noch um Bonbons mitzunehmen, auch gerade für Flampion und Flampivian. Woanders kriegt man die nicht so einfach her. Buxheim, Bayern, dieses Flunschlick, auch relativ schlechte Werte. Wir sind noch gar nicht fertig, sogar noch ein Ei drin. Nehmen wir das auch noch mit. Noch ein Flampion, ich sag's doch. Beste Eier, 167 Bonbons schon. Weil das kommt, wie gesagt, auf über 3000, wenn ihr das dann mal hochzieht. Bonn, Nordrhein-Westfalen. Und da möchte ich unbedingt auch mal eins hochziehen. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich das normale Flampivian
hochziehen und nicht das Gala, weil irgendwie finde ich das normale Rode richtig genial, aber das Gala-Ding ist irgendwie richtig hässlich. Sieht halt aus wie ein Schneemann, keine Ahnung. Und jetzt Genesekt, was auf jeden Fall ein neuer Pokédex-Eintrag für mich ist. Ich habe ja die Genesekt-Spezialforschung damals nicht mitmachen können, da mein Account da gesperrt war. Deswegen nehmen wir jetzt auch schön eine gelbe Beere. 13,93. Damit das nicht so lange dauert, Hyperball, zack, und daneben schießen, so wird es auf jeden Fall. Einfach ein bisschen weniger Kraft, dann bleibt das besser drin, also dann fliegt der Ball wenigstens bis hin. Einmal ist es rausgekommen, aber wir haben ja genügend Bälle, 51 Bären, 367 Bälle, das ist also kein Problem. Wieder drüber geschossen, ich muss weniger Kraft aufwenden, ne? Seitdem ich nur noch Gurken esse, habe ich so viel überschüssige Kraft, weil Gurkenpower ist einfach unmenschlich. Das ist, hört auf, Spinat zu essen, esst mehr Gurken. Aber nur, wenn ihr euch Chiliöl drauf macht, sonst schmecken die nämlich nach nichts. So. So geht das. Einfach nur die halbe Kraft, dann fliegt er schon bis hin. Bin mal gespannt, ich kenne die Werte von Genesekt auch nicht. Ich wüsste nicht, was jetzt ein gutes ist, was ein schlechtes ist. Ich muss mich also einfach überraschen lassen. Ja, halbe Kraft, einfach fabelhaft. So muss das sein. Ich finde es immer noch genial, wie ich die einfach fabelhaft Aufgabe mit Mogelbaum gemacht habe, weil das da beim Griechen rumgesessen hat vor der Tür. Einfach zwei Bälle drauf, zack, einfach fabelhaft, Aufgabe fertig. Normal hätte ich auch warten können, dann hätte das beim Raid-Boss wieder machen können. Das ist ja eigentlich das Normalste der Welt, dass man das bei momentan Regiram macht. Ich finde, Regiram geht super einfach zu treffen. Im Pokédex registriert, neuer Pokédex-Eintrag, Genesekt, 6 Bonbons, leider nur. In der Genesekt-Forschung habt ihr natürlich zusätzlich noch Bonbons bekommen. Und hier haben wir ein, oh mein Gott, 12, 10, 12, also das ist richtig Mist. Metallklaue und Magnetbombe. Jetzt ist die Spezialforschung auch durch. Wir sind durch, die Eier sind durch, da sind auch keine mehr da. Werde ich natürlich noch ein paar einsammeln, werde noch ein paar brüten, aber das nicht mehr in diesem Kapitel. Dann lassen wir das so für Kapitel 5 stehen. Schreibt ihr mal rein, wie war euer Genesekt? Habt ihr ein gutes und habt ihr schon ein Genesekt damals aus der Spezialforschung bekommen oder ist das auch euer erster Pokédex-Eintrag gewesen? Beziehungsweise, wenn ihr damals eins bekommen habt, habt ihr jetzt noch ein zweites bekommen oder gab es für euch dann Bonbons? Das ist mir nämlich auch unklar. Und wenn ihr dann zusätzlich die Feier der Nostalgie gekauft habt, kriegt ihr ja sowieso Bonbons für das Genesekt. Dann hättet ihr also zwei Genesekt und nochmal Bonbons bekommen oder ein Genesekt und zweimal Bonbons. Schreibt es mir in die Kommentare, wie es war. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sitze nämlich hier so, ne? Schneidersitz auf der Treppe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.